Hallo zusammen, ich bin Dallas Hiller und heiße euch herzlich willkommen zum neuesten Test von Gamers Global. Das wurde ja auch wirklich Zeit. Über 20 Jahre gab es keinen neuen, echten Serienteil mit dem Beuteldachs Crash Bandicoot. Entwickler Toys for Bob hat sich nun der ehemaligen Naughty Dog-Reihe angenommen und erinnert mit It's About Time an frühere Tage, verzichtet aber nicht auf Innovationen. Im Kern ist aber auch Crash Bandicoot 4 ein 3D-Jump-and-Run alter Schule. Ihr bewegt den tierischen Helden durch Cartoon-Umgebungen, habt dabei aber nicht so viel Bewegungsfreiheit wie beispielsweise bei Super Mario Odyssey. Vielmehr lauft ihr auf festen Bahnen, teils wechselt die Kameraperspektive auch in die Seitenansicht. Aber nur weil ihr etwas eingeschränkt seid, heißt das nicht, dass die Levels nicht vor Details und versteckten Elementen strotzen. Überall gibt es versteckte Kisten, verborgene Edelsteine und kleine Easter Eggs, die entdeckt werden wollen. Das Bewegungsrepertoire des Beuteldachses ist einigermaßen rudimentär gehalten. Ihr könnt springen, einen Doppelsprung machen, eine Wirbelattacke ausführen, euch ducken und unter Objekten hindurchrutschen. Mit dem Wandlauf hat der Beuteldachs außerdem einen gänzlich neuen Move gelernt. Ziemliches Standardprogramm, doch in Kombination mit dem cleveren Leveldesign ausreichend, um euch angemessen zu fordern. Denn wie schon seine Vorgänger ist auch Crash Bandicoot 4 kein Zuckerschlecken. Ihr müsst präzise Sprünge ausführen, schnell auf wechselnde Situationen reagieren und das Timing von Abschnitten verinnerlichen. Die präzise Steuerung hilft euch, der feste Kamerawinkel nagt aber gelegentlich an der Übersicht oder überrascht euch mit nicht sichtbaren Gegnern oder Fallen. Alles wie früher eben. Frischen Wind bringen die Quantum-Masken ins Spiel. Von diesen gibt es insgesamt 4, die ihr im Verlauf eurer Reise sammelt und die euch mit Spezialkräften versorgen. So lässt euch Lani Loli Plattformen und andere Levelobjekte aktivieren und deaktivieren. Mit Arcano habt ihr eine verstärkte Wirbelattacke, die euch extra weit springen lässt. Kupunawa verlangsamt kurzzeitig alle Levelelemente und Ika Ika stellt die Schwerkraft auf den Kopf. Verfügbar sind die Kräfte der Masken nur in vorgesehenen Abschnitten der Levels. So wisst ihr also theoretisch immer, was zu tun ist. Besonders gegen Ende des 8-stündigen Abenteuers ist die Lösung für eine Situation aber nicht immer ganz ersichtlich. Denn hier wechselt ihr schnell zwischen den Masken, was viel Trial and Error mit sich bringt und mich teilweise an den Rand der Verzweiflung brachte, bei Erfolg aber umso belohnender war. Doch bei all der Schwierigkeit hat die neue Bandicoot Riser auch ein paar Erleichterungen für frustanfällige Spieler im Beutel. So gibt es einen modernen und einen Retro-Modus. In letzterem habt ihr nur eine bestimmte Anzahl an Leben. Sind sie aufgebraucht, müsst ihr einen Level komplett von vorne starten. Die moderne Spielweise setzt euch hingegen immer wieder zum letzten Checkpoint zurück. Leben habt ihr unbegrenzt. Die Speicherpunkte sind größtenteils sehr fair. Und wenn ihr an einer Stelle mehrmals ins Gras beißt, dann erscheint sogar ein zusätzlicher Checkpoint. Außerdem müsst ihr euch nicht mehr auf den Schatten unter euch verlassen, um eure Sprünge abzupassen. Ihr könnt wahlweise auch einen gelben Kreis aktivieren, der präzise Hüpfer deutlich erleichtert. Übrigens sind die erwähnten 8 Stunden lediglich nötig, um den Hauptpfad des Spiels abzuschließen. Ihr könnt außerdem jeden Level im invertierten Modus angehen, also verkehrt herum und in neuer Optik, beispielsweise mit Negativeffekt oder in Schwarz-Weiß, das ihr einfärbt. Die Rückblenden-Tapes sind besonders schwere Herausforderungen und müssen erst in den Abschnitten gefunden werden. Und natürlich sind auch die Zeitherausforderungen wieder mit an Bord. Mit gesammelten Edelsteinen schaltet ihr neue Skins für Crash und Coco frei. Die begehrten Kristalle verdient ihr durch gesammelte Wumperäpfel, indem ihr alle Kisten zerstört oder nur dreimal sterbt. Außerdem gibt es neben den 2 Bandicoots noch 3 weitere spielbare Charaktere. Tawna, Dingo und Cortex. Diese nutzen alternative Fortbewegungs- und Angriffsmethoden, wie Enterhaken, einen starken Sauger oder eine Laserkanone, die Gegner auch mal in Plattformen verwandelt. Insgesamt verdoppelt sich die Spielzeit ohne weiteres, wenn ihr alle Herausforderungen und Bonuslevels abschließen wollt. Auf technischer Seite erinnert Crash Bandicoot 4 dank der kunterbunten Optik an die Vorgänger, hat den Beuteldachs aber mit einem eigenen schicken Look versehen. Die musikalische Untermalung passt perfekt zum Geschehen, ohne aber eine Ohrwurmgarantie wie beispielsweise Super Mario Odyssey zu haben. Die Gegnerdesigns hingegen sind wieder ein Highlight. Ob klingenschwingende Piratentintenfische, chinesische Drachen oder elektrische Grillen, sie sind abwechslungsreich und passen zum jeweiligen Setting. Ein Highlight sind natürlich auch wieder die abwechslungsreichen Bosskämpfe, die euch einiges abverlangen und die Nutzung aller Fähigkeiten fordern.
Ihr versteht es mich rasend. Na schön, dann eben auf die harte Tour. Hüpfen wir rüber zu meinem Fazit. Wenn ihr Fans der ersten drei PlayStation-Teile von Naughty Dog seid, dann ist Crash Bandicoot 4 It's About Time ein Pflichtkauf für euch. Entwickler Toys for Bob hat den Geist der Originale perfekt eingefangen und in die Neuzeit transportiert, sodass Nostalgiker vor Freude Luftsprünge machen dürften. Doch auch als Freunde gut gemachter 3D-Jump'n'Runs ist die Zeitreise eine Überlegung wert. Allerdings solltet ihr beachten, dass der Schwierigkeitsgrad nicht von schlechten Eltern ist. Die Hilffunktionen machen euch das Leben zwar etwas leichter, das ändert aber nichts an dem Faktor, dass Crash Bandicoot 4 ein knallhartes Abenteuer ist. Durch die Besinnung auf alte Tage kommen aber auch bekannte Probleme wieder auf. Die Kamerawinkel sind nicht immer ideal und oftmals hilft nur auswendig lernen, weil plötzlich doch ein Gegner im nicht sichtbaren Bereich lauert. Und besonders gegen Ende des Abenteuers kam es mir oft so vor, als wäre es ein Glücksspiel, im richtigen Moment die Fähigkeiten der Quantum-Masken auszulösen, was natürlich nicht so ist. Nichtsdestotrotz ist Crash Bandicoot 4 einer der besten 3D-Hüpftitel der letzten Jahre, trotz des Frustpotenzials. Meine Note lautet 8,5 von 10. Diesen Test gibt es als Audio, Video und Text. Weitere Infos auf gamersglobal.de. Wenn ihr auf YouTube zuseht, wirbelt doch ein Like und ein Abo rüber.